Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die linken Gewalttäter beim G20-Gipfel in Hamburg markieren den bisherigen Höhepunkt einer langen Reihe von Grenzüberschreitungen, Gewalttaten und Kriminalität, sodass man nicht mehr von Einzelfällen sprechen kann, um das Problem kleinzureden. Es waren so massive Verstöße vieler Straftäter gegen unsere Rechtsordnung, gegen das Gewaltmonopol des Staates, gegen die bürgerliche Gesellschaftsordnung, gegen die körperliche Unversehrtheit und so weiter und so weiter, dass es zweifellos eine politische Dimension hat, die auch in die Zukunft reicht. Die faktische Aufarbeitung, wie jetzt im G20-Sonderausschuss, kann deshalb nur der Anfang sein. Die Verhaltensweisen der Gewalttäter und nebenbei auch ihrer Unterstützer, also derjenigen, die mit dem Bierglas in der Hand klatschen, wenn ein Polizist getroffen wird. Also die Verhaltensweisen der Gewalttäter sind so sehr aus dem Rahmen normaler Bürgerfallen und in ihrer sinnlosen Gewalt oft so irrational, dass man sich fragen muss, ob das nur Fälle für Staatsanwälte und Richter sind oder auch für Psychiater, Sozialpsychologen, Soziologen, Pädagogen und so weiter. Sind das nur die Leute, die ihren Testosteronüberschuss nicht beim Kitesurfen und Bergsteigen abbauen, weil das zu anstrengend und gefährlich ist, sondern als Erlebnisgewalttäter auf Hamburger Straßen? Aber die individualpsychologische Dimension ist nicht das, was uns vorrangig interessieren sollte, sondern die kollektiven Sozialisationsprozesse, die zu so einem absonderlichen und sozialschädlichen Verhalten geführt haben. Und das nicht nur in Einzelfällen. Was sind das für Leute? Ich habe in meiner Rede am 20. Juli 2017 an diesem Pult Pier Paolo Pasolini zitiert, den großen italienischen Filmemacher und Kommunisten. Er hat über die 68er-Demos in Italien in schöner linker Diktion gesagt, die Söhne des Bürgertums bewerfen die Söhne der Arbeiterklasse mit Steinen. Die Söhne der Arbeiterklasse, das sind die Polizisten, die für ein mäßiges Gehalt ihre Köpfe hinhalten, um den Rechtsstaat zu beschützen. Die Söhne des Bürgertums sind die Gewalttäter, die Kriminellen und Marodeure, die Steine und Flaschen auf die Polizisten werfen. Es ist zu vermuten, dass die Aussagen von 1968 auch heute noch stimmen. Eine Vermutung ist allerdings zu wenig, wenn man bedenkt, welche Ausmaße die linke Gewalt insbesondere beim G20-Gipfel genommen hat und welche fatalen Wirkungen die militanten Angriffe auf das Gewaltmonopol des demokratischen Staates, auf das Sicherheitsgefühl der Bürger haben. Wir brauchen deutlich mehr Klarheit darüber, wer die Krawallmacher sind, welche Sozialisation sie hinter sich haben und in welcher sozialen Position sie sich befinden. Welche Schulbildung, Studium oder Berufsausbildung haben sie? Wie kann ihre familiäre Herkunft soziografisch typisiert werden? Welche Berufe üben sie aus, wenn überhaupt? Oder aus welchen Quellen finanzieren sie sich sonst? Wohnen sie bei ihren Eltern allein oder in Beziehungen? Wie ist ihre Zusammensetzung nach Alter und Geschlecht? Wo, in welchen Zusammenhängen, Gruppen oder Institutionen findet die politische Sozialisation, die Meinungsbildung und Radikalisierung statt? Diese Fragen sollten zum Gegenstand einer wissenschaftlichen Studie gemacht werden, die die Freie und Hansestadt Hamburg bei einem renommierten, unabhängigen Institut in Auftrag gibt und deren Ergebnisse publiziert werden sollen. Erst wenn wir das genauer wissen, können wir wirksame politische Maßnahmen ergreifen, wenn wir erst wissen, was konkret passiert ist, was ja der Sonderausschuss jetzt erarbeiten soll. Vielen Dank.